und willkommen zurück in einer neuen Folge der Michaelstadt, Staffel 2, Folge 10 oder 9? Nee, 10. Heute gibt es eine ganz besondere Neuerung und zwar geht es um die Geisterbahn. Genau, denn wir haben jetzt schon ordentlich was gebaut und ist eigentlich auch schon fertig. Können wir uns ja mal angucken. Ich würde sagen, ich quatsch nicht lange, ich gehe rein und genießt die kleine Interactive Mini-Mini-Mini-Geschichte. Vor nicht allzu langer Zeit lebte hier an dieser Stelle ein Dorfbewohner. Nach seinem Tod wurden jegliche Lebensspuren von ihm beseitigt, unter anderem sein Haus. Nur der Keller ist noch geblieben. Du, als Leiter einer Baufirma, möchtest jetzt an dieser Stelle eine neue Fabrik errichten, ohne Rücksicht auf jegliche Verluste. Okay. Das einzige Problem ist, du brauchst die Besitzurkunde des Grundstücks. Und diese ist laut Angaben irgendwo im Keller des Verstorbenen. Oh. Deine Mission ist es, diese Besitzerkunde zu beschaffen. Mhm. Das einzige Problem, der Geist spukt dort herum und wird dich versuchen abzuhalten. Okay. Viel Erfolg auf deiner Mission. Ja, danke schön. Stimme aus dem Jenseits, die ich noch nie gehört habe. Dann würde ich sagen, gehen wir rein. Okay, hier ist wohl der Keller. Na? Okay, alles gut. Okay, los geht's. Hey, wer bist du? Und was machst du auf meinem Grundstück? Ich muss dir meinen Namen nicht sagen. Sag du mir einfach, wo die Besitzerkunde ist. Wie kannst du es wagen, so mit mir zu reden? Ich gebe nichts preis. Verschwinde! Der kann mich mal. Ist so, der kann mich mal, ey. Gut, lass mal kurz gucken, wo wir lang müssen. Hier scheint es nicht weiter zu gehen. Hier auch nicht. Dann denke ich mal, müssen wir hier durch. Der muss die Urkunde hier doch irgendwo versteckt haben. Oh nein. Never gonna. Oder ihr wisst, was jetzt kommt, oder? Okay, alles gut. Oh, eine Bibliothek. Was machen wir denn hier in einer Bibliothek, bitte? Oh nein. Oh nein. Leute, das wird immer schlimmer. Eine Karte und eine Map. Hier liegt eine Karte des Kellers. Ah. Diese könnte mir weiterhelfen. Wie hast du die Karte gefunden? Ich hatte sie seit Jahren verlegt gehabt. Aha. Oh. Hier liegt ja auch noch ein Familienfoto drin. Ach, sehr schön. Oh. Ja. Das bin ich mit meiner Frau und meinen zwei Kindern. Mhm. Alle drei sind bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Oh. Das Grundstück ist das einzige, was mir von ihnen geblieben ist. Aua. Das ist sehr schade. Ja. Aber versuch bloß nicht, mich damit umstimmen zu wollen. Ich werde diese Urkunde finden. Egal was es kostet. Egal was es kostet. Okay. Wir sind anscheinend ziemlich stur und wollen diese Urkunde finden. Gut. Ah, hier geht's weiter. Gut, schauen wir mal. Wo geht's denn jetzt hin? Oh, Leute. Ich glaube, hier ist es. Ja. Aber natürlich ist diese Tür verschlossen. Naja. Wo könnte nun der Schlüssel sein? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wo könnte nun der Schlüssel sein? Aber wir sehen die Urkunde da hinten drin liegen, glaube ich. Wir müssen da hin. Was ist hier? Was ist das? Nein! Oh, es wurde darauf hinarbeitet. Eieieiei. Naja, gut. Haben wir hier irgendwo... Oh, Tageszeit, 3. April. Was sehe ich denn da auf dem Boden liegen? Ja gut, Leute. Das ist der Zeitungsartikel des Autounfalls. Oh ja. Nein. Ich war damals außer mir, als ich es gelesen habe. Es gab einen Täter, welcher alkoholisiert Auto gefahren ist. Was? Er hat eine rote Ampel übersehen und ist somit mit dem Wagen meiner Frau kollidiert. Oh nein. Weil meine Frau und meine Kinder ums Leben kamen. Au. Wie alt waren? Hat dann auch nur 4 Jahre Haft bekommen. Wie alt waren ihre Kinder damals? 2 und 8. 2 Jahre. Und wie heißen sie? Jeff und Daniel. Warum? Daniel und weiter? Daniel Miller. Das ist mein Name. Unmöglich. Er ist doch verstorben. Naja, ich erinnere mich. Oh. Damals wurde ich halbtot in den Trümmern gefunden. Aber konnte gerettet werden. Ich konnte mich aber nicht an meinen Vater erinnern. Ja. Ist es wirklich wahr? Mein Sohn!
Vater? Vater? Und da umarmen sie sich. Hallo? Wenn du die Urkunde wirklich haben willst, dann nimm sie dir. Hier, ich öffne die Tür für dich. Ah, aber Sohn, die Urkunde. Bitte denk nochmal darüber nach. Möchtest du die Urkunde wirklich an dich nehmen oder auf diese verzichten? Leute, was sagt ihr? Hören wir auf unserem Vater oder nicht? Also, die Frage ist, war es wirklich unser Vater, ne? Wir nehmen sie nicht an uns, oder? Nein. Komm, wir tun es ihm zuliebe. Du hast dich entschieden, auf den Geist deines Vaters zu hören und hast die Urkunde nicht an dich genommen. Du hast sie so versteckt, dass keiner sie je finden wird. Okay. Der Geist deines Vaters kann nun in Frieden ruhen und du gehst mit einem glücklichen Gefühl nach Hause. Ja, das ist das eine Ende. Falls ihr wissen möchtet, was beim zweiten Ende passiert, dann schaltet auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder ein. Dies war's von dieser kleinen Mini-Folge. Mach's gut und ciao.